Wie wird ein Regionalplan aufgestellt? Natürlich gibt es in den Landesplanungsgesetzen eine Menge detaillierter Vorgaben zu Inhalt und Verfahren eines solchen Prozesses. Entscheidend ist aber die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen in der Region und weitere Planungsträger. Das ist der Kernpunkt eines Aufstellungsverfahrens. Das ist manchmal ein sehr mühsamer und aufwendiger Prozess. Allerdings ist es ein notwendiger Prozess, um am Ende eine demokratisch legitimierte Entscheidung auf breiter Basis zu haben. Deshalb mein Appell, machen Sie mit bei einem solchen Verfahren, bringen Sie sich ein, damit auch Ihre Belange entsprechend in die Diskussion eingeführt werden. Am Ende des Verfahrens entscheidet die Verbandsversammlung mit ihren über 90 Mitgliedern aus den 15 Stadt- und Landkreisen der Region über den politischen Inhalt des Regionalplans. Der Zielhorizont sind 15 bis 20 Jahre. Deswegen sind wir nun aktuell in den Startlöchern für die erste Fortschreibung des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar.